So, das ist Teil 3 über Empathie. Und heute möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, die Jana gestellt hat. Besteht, wenn ich Empathie habe, noch ein Bedarf für so etwas wie universelle Moral oder ist das dann damit schon abgedeckt? Und ich denke, es ist eine sehr faszinierende Frage. Und wir haben bis jetzt noch gar nicht über Ethik geredet. Oder doch ein bisschen, schon in den ersten beiden Videos über den Staat. Aber das ist eine interessante Idee. Sozusagen, wenn ich Empathie habe, brauche ich dann eine universelle Moral. Ich denke nicht unbedingt. Aber ist die auch die Frage, sozusagen, wozu? Also einmal hast du Empathie und auf der anderen Seite so ein theoretisches, ethisches System. Und im gewissen Sinne sozusagen, wenn wir jetzt eine Gesellschaft haben wollen, wo viele Leute ethisch handeln, dann können wir bestimmte Strategien wählen, um diese Leute dazu zu überzeugen. Eine Strategie ist zu sagen, okay, wir haben hier dieses theoretische, ethische Gebäude und dann erklären wir denen das, wie das funktioniert und so können wir sie dann überzeugen, ethisch zu handeln. Und das andere ist, versuchen ihnen Empathie beizubringen. Wir schenken ihnen Empathie und hoffen dann, dass sie dadurch ja auch ein bisschen mehr Empathie lernen oder beziehungsweise machen sie davon auch darauf aufmerksam, so hey, das und das und das, diese Idee, diese eine ethische Idee, die du hast oder die du wieder handelst, das ist nicht sehr empathisch. Ne? Wir bringen sie, stoßen sie mit der Nase darauf, wie sie handeln. Und ich denke, das geht auch beides Hand in Hand. Ja? Also ich stelle es mir auch schwer vor, also jemand, der jetzt keine Empathie hat oder kaum Empathie, ich glaube, es wäre auch schwer, ihn mit so einem theoretischen Gedankengebäude zu überzeugen. Zu sagen, ja, also hier haben wir diese Theorie und das ist alles analytisch durchgedacht und so. Und dann sagt er, ja, mir doch egal, ich werde trotzdem weiter morden und stehlen und was auch immer. Insofern, also man braucht schon zumindest eine Grundempathie, um überhaupt ethische Systeme zu akzeptieren. Die Frage ist auch, was überzeugt auch wirklich die Leute? Wenn man ihnen jetzt ein ethisches System gibt, sind die dann überzeugt von den Argumenten oder hören sie die Argumente und denken, okay, jetzt kann ich endlich, jetzt habe ich endlich eine gute Begründung für, warum ich so handle, wie ich handle. Beziehungsweise, wenn sie nicht ganz ethisch sind, werden sie dann überzeugt, durch die Theorie oder ist vielleicht die Theorie auch ein Weg zu sagen, dass das und das nicht empathisch ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich nehme das Nicht-Aggressionsprinzip. Ja? Ich habe bewiesen, es ist unmoralisch, Leuten Gewalt anzutun, Gewalt gegen andere Menschen zu initiieren. Das ist dann meine Theorie und ich kann dann sagen, okay, das und das, was du machst, ist Gewalt zu initiieren. Dann erkläre ich einmal eine Theorie, aber andererseits sage ich auch so, okay, du machst etwas, was indirekt die Initiierung von Gewalt unterstützt. Und damit zeige ich ihnen auch so, hey, das gibt, hast du nicht Empathie mit den Leuten, gegen die die Gewalt ausgeübt wird. Also es geht beides sehr Hand in Hand, würde ich sagen. Es ist sehr schwierig, die beiden Dinge voneinander zu trennen. Andererseits, wie gesagt, in einem anderen Video, gibt es auch Situationen, wo man eventuell Grenzen ziehen muss, also, oder für sich persönlich sagen muss, oh, das wird jetzt zu überwältigend, ich muss einen Schritt zurückgehen. Und wenn wir aber sowas machen, dann wäre die Implikation, dass wir dann Gefahr laufen, unethisch zu handeln. Wenn ich sage, wirklich die Empathie ist das A und O, wie wir entscheiden, ob wir
wie wir ethisch handeln und nicht ethisch handeln. Und wenn ich jetzt sage, ich mache in bestimmten Situationen einen Schritt zurück, dann ist wirklich die Frage, ob wir da nicht Gefahr laufen, unethisch zu handeln in dieser Situation. Genau, und deswegen würde ich schon sagen, dass es auch schon sinnvoll ist, eine Theorie zu haben, eine ethische Theorie. Für mich, darüber können wir vielleicht später auch nochmal reden, aber eine Grundannahme oder ein Grundaspekt meiner ethischen Philosophie ist auch sozusagen, wenn ich etwas von anderen verlange, dann sollte ich es auch von mir verlangen. Oder wenn ich sage, ja, du solltest das und das machen, dann sozusagen, ich wende alles, was ich auf andere anwenden will, möchte ich erstmal überlegen, ob ich das auch auf mich selbst anwenden kann. Und das ist ja auch so ein bisschen so ein Empathie-Ding. So, wenn ich mir überhaupt diese Frage stelle. Genau. Aber darüber können wir ein anderes Mal reden. Das ist eine sehr spannende Frage und ich finde es schon schwierig, die beiden Dinge zu trennen. Aber ich würde richtig gerne von euch wissen, was ihr über all diese Ideen haltet und was eure Meinung ist. Und kann man ethische Theorien und Empathie voneinander trennen? Oder brauchen wir eine universelle Moral, wenn wir schon die Empathie haben? Das war's heute für mich und ich sage bis morgen.